So, willkommen zum Bastler-Video, ein How-To-Tutorial für ein BIOS-Flash eines BIOS-Chips. Sehr wichtig, das ist dieses Gerät hier. Ich zeige das einmal kurz bei Amazon. So, ach hier kurz einmal ein Bild von meinem BIOS-Chip, nur in groß. Um das hier kurz zu sagen, hier, das ist der erste Pin. Auf den muss man immer aufpassen, wo der erste Pin ist. Das ist sehr, sehr wichtig. So, ich muss mal den Stuhl ein bisschen höher machen. So, das ist hier der Key, yes, S, ah, scheiß drauf, schieß mich tot, Testclip für EEPROM, bla bla bla, 25CXX und 24CXX. Die ganzen Geräte sind mit dabei, also die ganzen Sachen mit dabei. Deutsch ist da. Das sind die drei Sachen, die noch. Die habe ich rausgenommen, nicht rausgenommen. Zum Beispiel. Dieses Teil hier habe ich nicht rausgenommen. Das Teil habe ich nicht rausgenommen. Und die beiden Teile da habe ich nicht rausgenommen. Das, was wir brauchen, zumindest bei einem festgelöteten Chip. Ist dieser hier, dieser USB-Stick hier, diese Klammer hier, diese Testklammer, plus, fuck, ich hab's vergessen, wie man es nennt, naja, plus die halbes Motherboard, Platine, ja, endlich. Wenn man sich das gekauft hat, kommt das alles in so einer schicken Box an. Und dazu gibt es diese Anleitung hier, wenn man gar nicht mal weiter weiß. Ja, ich lese mal vor, nur Informationen, mein Englisch ist nicht gut. Wanna extend product warranty for 1 year? Just register as a free member of your website. www.keyes.com. If you don't know how to express your newfound joy, we have some suggestions for you. Recommend to your friends, co-workers and families, share experience with writing on radio on Amazon. Ja, mehr auch nicht. Die, warte mal, ich muss das anders halten. Alles einhändig. Da diese hier, diese E-Mail-Adresse wollte ich gerade schon sagen. Webseite wollte ich euch kurz vorschlagen. Wenn man auf die Webseite geht, kommt man auf diese Webseite hier. Sehr, sehr wichtig für euch. Weil für diesen USB-Stick braucht ihr einen Treiber. Wenn ihr auf Downloads geht, hier, scrollt immer schon runter, dann seht ihr hier dieses Produkt. Dann drückt ihr drauf, habt ihr die ZIP-Datei. Perfekt. Ja. Kurz Origin schließen. Ich habe die ZIP-Datei schon entpackt. Das ist in der ZIP-Datei drin. Das, was wichtig ist, hier, das müsst ihr als erstes installieren. Ein Treiber. Den Treiber müsst ihr danach den und danach den. In dieser Reihenfolge müssen die Treiber installiert werden. Dann, ihr könnt euch ein Manual angucken, wenn ihr wollt. Hier, um das kurz einmal zu zeigen. Das ist sehr, sehr wichtig. Warte mal, ich hab mein Licht doch hier irgendwo. So. Hier, diese oben, diese 8 Pins. Das ist der 25XXX EEPROM. Und das ist hier unten der 24XXX EEPROM. Das, was wir brauchen, ist der 25XXX, also zumindest was ich bei meinem Chip brauche, weil hier bei mir steht Winbond 25Q64FVS-SIG 1404. Das von Scheiße. Winbond 25. Das bedeutet, das ist diese Nummer, die wir gerade ausgelesen haben. Das ist diese Nummer. Das heißt, wir müssen hier drauf aufpassen.
damit wir hier beim Verbauen keinen Fehler machen. Also hier, der rote Pin. Hier, da wo der rote ist, da muss ein stehen. Jetzt müssen wir hier gucken. Den da hinten. Eins muss nach unten zeigen. Das heißt, ich drehe den so, wie der auch ist. Der Fug. Warte mal. Und das zu machen ist echt scheiße. Nur als Information. Ach ja, um den aufzumachen. Warte mal, ich leg das mal Handy, das Handy kurz hin. Hä? Habe ich den irgendwo hingeklemmt? Nee. Hat sich gerade so angefühlt, deswegen. So, ich habe nichts verändert. Der sitzt locker drinne. Ihr drückt nochmal Licht. Ihr drückt diesen Hebel runter. Dann guckt ihr nach. Ja. Ob das gerade ist. Ich muss nochmal gucken. Geht einigermaßen. Ja. So. Das passt jetzt soweit. 1, 1, 1, 1. Jetzt haben wir diese Reihenfolge schon fertig. Das ist ziemlich wichtig. Jetzt suchen wir diesen Chip. Hier ist es echt gut erklärt. Wenn ihr es nicht versteht, was ich meine. Hier, das ist der erste Pin, weil hier ein gelasertes Loch ist auf dem Chip. Das sieht man an meinem Autofokus ist nicht da, oder was? Das sieht man hier an meinem Chip. Da, das ist ein gefräsertes Loch. Und da ist der Punkt. Da, also der, auf der linken Seite, da ist hier das Dings. Der erste Pin. Das ist wichtig. Extrem wichtig. Aufpassen. Ansonsten könnt ihr was zerstören von eurem Mainboard. Zumindest im BioShip. Hier, da haben wir jetzt die Klammer. Noch nicht einstecken. Noch nicht. Ich habe das erstmal zusammengebaut. Jetzt kommt das nächste wichtige Programm. Das ist das Programm an sich selbst. Das Programm könnt ihr öffnen, wenn ihr alle Treiber installiert habt. Dann hier auf diese Exe-Datei klickt. Dann öffnet sich dieses Fenster. Hier müsste bei euch dann das stehen. Device State not connected. Alles müsste perfekt sein. Ja, das müsste soweit passen. Ach ja, um das rauszufinden, was ihr für ein BioShip habt. Auf dem BioShip, wie man auf dem Bild sieht, sieht man das hier. Winbond ist die Marke. Um das hier kurz zu zeigen. Manufaktur ist Winbond bei mir. Es gibt noch alle anderen Sorten, Atmel, AMIC und. Auch für Grafikkarten gibt es sowas. Das ist echt geil. Man kann hier muss man auch auswählen, SPI Flash wollen wir haben. Weil ich habe auf mein SPI Flash, weil es eine 25 ist. Das ist ziemlich wichtig, das müsst ihr merken. Ja, das habe ich, das habe ich. Das kann ich schließen. Ja, jetzt nehmen wir diesen USB-Stick. Ja, ist gerade in Testphase nur. Wir uns kurz auch selber auf dem Mainboard gucken. So, jetzt leuchtet eine rote LED. Jetzt die rote LED. So, kurz meinen Stuhl weggeschoben. Ja, Device connected. Also Device State connected. Das ist perfekt. Und hier zeigt er an, wo du ihn angeschlossen hast. Perfekt.
So muss es auch sein, nicht anders. Wenn das jemand anders macht, ist entweder Gehirntod gefühlt oder keine Ahnung. So. Ich muss gucken. Ihr seht den Punkt auf dem Bioship. Der Bioship ist der hier. Dieser hier. Das heißt, bei der roten Klammer müssen wir das rote Kabel folgen. Das heißt, hier an dieser Seite ist der Punkt für 1. Wir gehen auf den Dingsens. Aber seid bloß vorsichtig. Immer schön angucken. Ihr müsst selber gucken, ob alle Kontakte besetzt sind. Ihr müsst nachgucken, egal was ist. Bei mir ist jeder Kontakt drinne. Okay. Jetzt Detect. Gut. Bei mir sagt ihr über Detect diesen Bioship. Kapazität, Device-ID, bla bla bla. Und schieß mich drauf, was es sonst so gibt. Wir gehen jetzt auf Read. Wir wollen den Chip kurz auslesen. Das dauert kurz jetzt einen Moment. Ups. Ich will kurz gucken, wie viel Akku ich habe. 18%. Perfekt, geht noch. Ja. Wie man sieht, er ist angeschlossen. Das Kreppband, ey. Ja. Ah, kann ich ein bisschen was zeigen. Hier meine JBL Charge 4. Schönes Spuckstück. Besonders so gut zum Zeitung austragen. Scheiß das mal meine Taschenlampe. Hier, da liest immer noch raus. Also, ja. Das ist meine Lüftersteuerung. 10 4 Pins PWM-Lüfter können angeschlossen werden. Kann man an CPU-Lüftersockel anschließen. Ach ja, das Ding heißt Cooler Ma Thermaltake, Cooler Master, irgendwas anderes oder so. Und dann PWM-Lüftersteuerung auf YouTube eingeben, auf Amazon eingeben, da findet man das schon. So. Das Ding ist fertig mit Auslesen. Perfekt. Ja, das ist das AMI BIOS von meinem Mainboard. Um das kurz zu zeigen, ihr geht beispielsweise auf MSI Z77. Also ich nehme jetzt mein Mainboard als Beispiel. So, das ist mein Mainboard. Dann gehen wir auf Support. BIOS. Ich habe jetzt einfach die 2.9er Version genommen. Download. Habe sie runtergeladen. Am 3.5. Das ist heute. Und die Version ist hier. Ihr habt drei Dateien. Zumindest bei MSI ist das so. Hier. Ihr Mama muss immer reingucken. Das ist ein AMI-BIOS. Der Fix und das Datum. Das ist extrem wichtig. Mein Gott, ich bin müde. Ja, egal. Das ist die Version 2.9. Die habe ich an sich nie gebraucht. Ich habe diese Datei genommen. Ja. Also das ist die Datei, die man braucht. Das ist praktisch immer die größte. Um den BIOS neu zu flashen. Ich hatte mein Handy mal jetzt mit zwei Händen, das ist nicht mehr so wackelig. Jetzt nicht mehr. Wenn wir alles ausgelesen haben und wir wissen, das Mainboard braucht beispielsweise ein BIOS-Update und ihr könnt es leider nicht machen, dann empfehle ich euch, das BIOS erstmal komplett zu saven. Das macht ihr über den Button hier oben.
Das habe ich gemacht und das ist hier BIOS kaputt gesaved. Das ist jetzt bei meinem BIOS, weil es kaputt ist. Aber ihr braucht das nicht so schreiben wie ich. Hauptsache ihr wisst, was ihr gespeichert habt. Ja, das ist wichtig. Nachdem ihr es gespeichert habt, drückt ihr oben Erase. Das mache ich jetzt nicht. Aber dafür kann ich euch gleich zeigen, was man als nächstes macht. Wenn man Erase gemacht hat, ist alles FFFFF. Also ist alles ist auf F. Also hier, das hier. Das ist die Hexadezimalzahlliste, kann man sagen. Sage ich jetzt einfach so, damit man das sich bildlich vorstellen kann. Und das ist das, was angezeigt wird. Aber ja. Und das sind die ganzen Codes. Ja. Nachdem hier alles FFF steht, drücken wir auf Open. Das ist hier. Dann öffnet sich jetzt beispielsweise das Fenster zum Öffnen einer Datei. Und wir wollen die öffnen. Weil kann ich die öffnen mit Editor? Okay, der Fug. Okay. Ja. Habe ich hier die Datei reingepackt mit oben. Und ja. Und wenn ihr was öffnen wollt, dann steht hier meist. Wo ist mein Ordner? Fuck, ich hab's verkackt. Was zum Henker? Was geht jetzt ab? Ja. Ja. So, Beispiel wird ein Dingens öffnen und dann hier steht Auswahl der Datei und darunter steht eine Bin-Datei oder ein anderen Dateiformat. Also ihr müsst den auf alle Dateien anzeigen, dann könnt ihr eure Datei auswählen. Fuck, ich hätte das. Ich hasse es. Ah, warte mal. So, um das schnell zu machen, wieder zu öffnen. So sieht das dann aus, wenn das Gedinge leert ist. So sieht das aus. Dann drückt ihr Open. Ah, hier kann ich es euch zeigen. Support-File. Leider ist das jetzt auch ein bisschen auf Chinesisch, aber hier steht dann auf All-File. Dann wird alles angezeigt. Dann drückt ihr auf diese Datei und dann Dingsens Enter. Nachdem ihr das gemacht habt, drückt ihr auf Program. Okay? Nachdem ihr gewartet habt, dass es programmiert wird. Hier steht dann auch zu 100% muss es stehen. Und dann kommt ihr auch wahrscheinlich eine Meldung. Dann kommt noch eine Meldung, dass es fertig programmiert wurde. Und danach drückt ihr Verify. Damit guckt ihr nach, ob alles richtig kopiert wurde. Alles wird nachgeguckt. Ob eine in der. Oh, mein Bildschirm, das war. Lol. Wenn eine Datei fehlt, dann sagt er ihr Bescheid. Nachdem ihr das fertig habt, nach dem Verify und das alles fertig ist, könnt ihr hier auf Exit drücken. Ja. Nachdem ihr das gemacht habt, könnt ihr euren Clip wieder abnehmen. Und euren USB-Stick wieder rausnehmen. Und ja. Bevor ihr außerdem das Video guckt, also bevor ihr anfangt, guckt das Video bis zum Ende. Man muss die Batteriezelle rausnehmen. Das konnte man sofort sehen, als ich das Video angefangen habe. Aber ich habe es leider nicht gesagt. Also merken. Batterie rausnehmen. Ansonsten. Chip kaputt. Das ist wichtig. Ja.
Ich werde euch diese Anleitung reinpacken. Hier ist alles nummeriert. Ja. Wirklich alles ist da als Anleitung angegeben, wenn niemand gerade mehr weiß, wie man weitermachen muss. Ja. Hey, the fuck? Amazon.de? Lol. Das wird sich, was sie noch so anbieten. Ja. Gut. Nachdem ihr das BIOS fertig gemacht habt, dass es drauf ist, BIOS-Batterie wieder nehmen. Gut. BIOS-Batterie wieder reinmachen. Wichtig. Nachdem ihr das gemacht habt, ist praktisch euer Mainboard bereit. Ich mache hier diesen Clipser gerade wieder einfach ab, damit ich das wieder in die Tasche packen kann. Empfehlenswert, behaltet dort diese Tasche. Ihr werdet wahrscheinlich das irgendwann wieder mal brauchen. Für die, die ein bisschen Ahnung davon haben. Wenn die gar keine Ahnung haben oder so, ihr braucht auch nicht mehr zum IT-Service gehen. Ich habe mehr als 20, 30 Firmen in Hamburg nachgefragt. Die haben alle keine Ahnung von dem Scheiß. Also, ich finde das ein bisschen, wie soll man sagen, scheiße von den Firmen, die das nicht anbieten. Wahrscheinlich sagen die zu euch, ihr kauft ein neues Mainboard oder kauft dies, kauft das und jenes. Aber nein, ich würde sagen, lasst es lieber. Macht es selber. Nutzt meine Anleitung. Hier wurde relativ alles erklärt, was ihr wissen müsst und was ihr wissen sollt. Ich habe es selber gesehen. Ich habe so viele Videos geguckt davon und keine Anleitung bekommen. Das ist jetzt die erste richtige Anleitung auf YouTube, wo alles in ein Video gepackt wurde. Also, ihr könnt dieser Anleitung vertrauen. Aber ihr könnt auch selber Scheiße bauen. Wenn ihr Sachen, die ich gesagt habe, beispielsweise BIOS-Batterie, oder du hast zum Beispiel kein Strom angeschlossen, also ihr Strom angeschlossen habt. Oder hier. Wenn ihr das macht, dann seid ihr echt verblödet. Aber echt. Dann braucht ihr die Schuld nicht anderen geben. Außerdem, ihr macht es auf eure eigene Gefahr. Also. Ich habe das für meine eigene Gefahr gemacht. Ich habe das selber geschafft. Wer es auf eigener Gefahr nicht schafft, braucht den anderen die Schuld nicht geben. Ich glaube, das war Erklärung genug. Ja. Um zu sehen, dass das BIOS richtig war, benutzt CPU-ID. Ja, Check for Updates, bla bla, ja. Mainboard. Hier, das ist wichtig. BIOS, da könnt ihr auf CPU-Set alles nachlesen. Brand, AMI, Version P01-A1, Date, bla bla bla. Ja. Perfekt. Also, ihr wisst alles, was ihr wissen müsst. Und sollt. Gibt es da irgendwas anderes noch, was ich erklären kann oder so in dem Themenbereich? Ich glaube nicht. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, stellt sie im Video. Mir scheißegal, ob ihr Fragen habt über Technik. Also ich kann euch die beantworten, wenn ihr wollt. Wenn ich das vorher nicht weiß, werde ich mich um einiges schlau machen und euch die Fragen dann beantworten. Kein Problem. Ja, um das kurz zu sehen. Es ist immer noch derselbe Tag, aber 7:15 Uhr. Bin noch nie eingeschlafen. Also, ja. Ich gehe auch nicht mehr schlafen. Ich habe noch Hausaufgaben zu tun heute. Ich habe keine andere Wahl. Ja. Bisschen Gewicht heben. Und voller Müller, aber ich weiß es selbst. Ich weiß es selbst. Gut. Ich glaube, das war's mit dem Video. Kommentare. Reinschreiben, wenn ihr welche habt. Oder wenn ihr welche Fragen habt, Kommentare reinschreiben. Ja, fuck.
Wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentarbox. Wenn ihr wollt, könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Kostenlos, kostet nichts. Vielleicht könnt ihr auch die Glocke drücken. Dann wird ihr auch ein Video, wenn ein neues Video rauskommt, das Video nicht verpassen. Und ja, ich glaube, das war alles. Auf Englisch konnte ich das Video nicht machen. Ich bin zu schlecht in Englisch. Das weiß ich selber. Ja, dann schönen Tag noch, ihr alle. Ihr wisst, was ich meine. Ich brauche nicht zu antworten mit guten Abend, guten Morgen, bla bla bla. Ja. Dann bis zum nächsten Video. Das nächste Video wird wahrscheinlich, um das kurz zu zeigen. Hier kommt mein Monitor an, angeblich, am Donnerstag. Hausaufgaben werde ich bis 5. machen. 5. hat Chris Geburtstag. Ein Kollege. Und ja. Dann werde ich mit ihnen ein bisschen, mit ein paar anderen Kumpels, ein bisschen zocken. Ja. Als Geburtstagsgeschenk. Ja, anders kann man es nicht sagen. Ja, tschö.